Die Bundeswehr hat mit der Verlegung der ersten beiden der drei zugesagten Patriot-Flugabwehr-Raketenstaffeln von Deutschland nach Polen begonnen. Drei Konvois mit 40 Fahrzeugen und 150 Soldaten brachen am Montag vom Kreis Rostock aus auf. Die Flugabwehrsysteme sollen Einsatzstellungen im Südosten Polens beziehen, wo die Konvois am Mittwochnachmittag ankommen sollen. Von dort sind es rund 60 Kilometer bis zur ukrainischen Grenze. In den nächsten Tagen soll die dritte Staffel folgen. Nach einem Raketeneinschlag auf polnischem Gebiet im November vorigen Jahres hatten die damalige Verteidigungsministerin Christine Lamprecht und ihr polnischer Amtskollege vereinbart, dass deutsche Patriot-Raketenabwehrsysteme nach Polen verlegt werden.